Am 27. Januar erscheint exklusiv für die PlayStation 3 der Team-Shooter MAG. MAG steht für Massive Action Game und das hat auch seinen Grund. Wo bei anderen Team-Shootern maximal Teams von jeweils 8 oder 16 Spieler in den virtuellen Krieg ziehen, dürft ihr bei MAG mit teilweise 256 Mit- und Gegenspielern um den Sieg kämpfen. Die Kernfrage ist aber, funktioniert eine solche Massenschlacht überhaupt? Wenn ja, wie? Und macht MAG überhaupt Spaß? Das klären wir in unserem kleinen, aber feinen Gag-Claire zu Massive Action Game, kurz MAG. Bei bis zu 256 Spielern auf einem Schlachtfeld verlangt es natürlich nach einem übersichtlichen und komfortablen Team- bzw. Squad-Management. Um jenes vor allem auf einer Konsole zu gewährleisten, spielt ihr nie mit allen 128 Spielern eures Teams zusammen. Jeder Spieler wird bei Start in eine neue Spielrunde in ein Squad, also ein Spielerteam, gesteckt. Ein solches Squad besteht aus einem Squad-Leader, meist der statistisch beste Spieler, und 7 Squad-Mitgliedern. 4 solcher Squads formen einen Kampfverband mit maximal 32 Spielern, welche im Spiel Platoon genannt wird. 4 solche Platoons bilden einen Einsatztrupp, im Spiel Company genannt. Jedes Platoon im Spiel erhält spezielle Aufgaben, zum Beispiel sichere Kontrollpunkt A. Die einzelnen Squad-Leader können dabei untereinander Angriffe koordinieren und über eine 3D-Ansichtskarte oder Schnellbefehle direkt Befehle an das Squad erteilen. Dieses System funktioniert erstaunlicherweise sehr gut und es lassen sich so auch sehr gut Angriffsmanöver planen. Das Problem liegt aber auf der Hand. Dieses sehr durchdachte System funktioniert nur, wenn wirklich alle Spieler konzentriert mitspielen. Die Chance, auf einem offenen Server bis zu 128 Spieler zu finden, die nicht auf Rambo spielen wollen, ist, wie man sich denken kann, eher gering. So arten solche Massenschlachten von bis zu 256 Spielern meist in ein stumpfes Hit-and-Run-Deathmatch aus, was sehr schade ist. Daher empfiehlt es sich, auf kleineren Maps bzw. Servern zu spielen und sich nur mit 32, dafür aber brauchbaren Teamkameraden in die Schlacht zu werfen. Das im Jahr 2025 angesiedelte MAG bedient sich trotz naher Zukunft dem Waffenarsenal der heutigen Gegenwart. Kalaschnikows, Raketenwerfer und Co. kommen also auch in MAG zum Einsatz. MAG spielt sich dabei nicht, wie man es von einem Taktik-Shooter wie Rainbow Six erwartet, vorsichtig und langsam, sondern verhältnismäßig sehr schnell. Vergleicht man es mit anderen Genre-Kollegen, so würde man das Spiel von der Spielgeschwindigkeit und Co. irgendwo zwischen Battlefield Bad Company und Call of Duty ansetzen. Nachladen, Zielen, Springen etc. funktioniert in MAG sehr schnell. Das Zielen über Kim und Korn ist bei mittlerer Entfernung nicht zwingend notwendig. Das fühlt sich vor allem zu Beginn irgendwie merkwürdig und stellenweise auch falsch an. Nach einigen Spielstunden aber gewöhnt man sich an die eigenwillige Spielgeschwindigkeit. Wirklich optimal aber fühlt sie sich dennoch nicht an. Am Anfang von MAG könnt ihr euch für eine der drei im Spiel befindlichen Parteien entscheiden. Die Sever, welche sich aus dem Nahen Osten und Russland zusammengeschlossen haben, die Valor Company, welche aus US-Army-Veteranen besteht, und die Soldaten der Raven Industries, welche sich aus westeuropäischen Soldaten rekrutiert. Habt ihr euch für eine Partei entschlossen, könnt ihr einen Soldaten erschaffen und mit ein paar Optionen optisch anpassen. Einmal für eine Kampfseite entschieden, könnt ihr nicht mehr wechseln. Spätestens jetzt sollte jedem von euch klar geworden sein, MAG ist ein reines Online-Spiel, kein Singleplayer und kein Offline-Multiplayer. Das komplette Spiel wird über eine Internetverbindung gespielt und das hat auch seinen triftigen Grund. Nach jedem absolvierten Gefecht bekommt ihr Erfahrungspunkte. Habt ihr genügend gesammelt, steigt ihr im Level auf und könnt euch dann neue Waffen, neue Ausrüstung oder neue Aufsätze bzw. Extras für eure Waffe kaufen. Ein recht ähnliches Prinzip wie bei einem MMORPG. Außerdem könnt ihr euren Soldaten verbessern, ihnen also zum Beispiel eine schwere Rüstung geben, welche ihn zwar in der Bewegung einschränkt, dafür aber mehr schützt. Im Hauptmenü könnt ihr außerdem Einsätze auswählen. Das Spiel bietet euch 4 Spielmodi zur Auswahl. Einen Domination-Modus mit bis zu 128 Spielern pro Seite. Ähnlich wie bei Battlefield geht es darum, bestimmte Punkte zu erobern und zu halten. Suppression, eine Art Team-Deathmatch mit bis zu 64 Spielern pro Seite. Sabotage, je 32 Spieler pro Team treten entweder als Angreifer oder Verteidiger gegeneinander an, um ein bestimmtes Ziel zu beschützen oder zu zerstören. Acquisition mit bis zu 64 Spielern pro Kampfverband. Ziel in diesem Modus ist es, das gegnerische Zielobjekt zu entwenden. Ein Team nimmt dabei die Rolle des Angreifers an, das andere Team muss das Objekt verteidigen.
Habt ihr euch für einen Einsatz entschieden, so werdet ihr in eine Warteliste gesetzt und das Spiel versucht, die notwendige Anzahl an Spielern zusammenzusetzen. Das Ganze klappt grundsätzlich sehr gut und auch sehr schnell. Ebenfalls sehr gut funktioniert das Clansystem. Was wäre auch ein solches Spiel ohne ein brauchbares Clansystem? Ihr könnt problemlos und sehr komfortabel eigene Clans erstellen und anpassen. Außerdem lassen sich so auch problemlos Clanfights organisieren. Das Ganze klingt jetzt ja irgendwie wunderschön, oder? Ja, klingt schön. Leider aber hat Mac einige wirkliche sehr kritische Probleme, welche den Spielspaß extrem mindern können. Da wäre zuerst das extrem teambasierte Spielprinzip. Für diesen Kritikpunkt kann das Spiel zwar grundsätzlich nichts, dennoch muss er erwähnt werden. In den meisten Spielrunden herrscht absolut keine Kommunikation. Wie schon erwähnt, es wird einfach nach dem Hit-and-Run-Prinzip gespielt. Dieses Problem ist ein echter Todesstoß für das Spiel, denn wenn Mac nicht als Team-Shooter gespielt wird, verblasst die große Stärke des Spiels und die anderen Kritikpunkte kommen noch deutlicher als ohnehin schon zum Vorschein. Welche anderen Kritikpunkte fragt ihr euch? Nun, folgende. Da wäre vor allem das Gameplay bzw. die Spielgeschwindigkeit zu nennen. Durch das sehr schnelle und direkte Movement verkommen viele Spielrunden zu einer einzigen Camper-Party oder, wie schon oft erwähnt, Hit-and-Run-Party. Snipergewehr im Ansatz, hinhocken und snipern, fertig, aus. Selbst komplette Neulinge treffen auf Anhieb direkt mit dem Snipergewehr auf große Distanz. Ein wenig mehr Realismus bei der Berechnung der Kugelflugbahn hätte dem Spiel sicherlich gut getan. Auch mit einer AK oder einem vergleichbaren Gewehr kann problemlos über die Hüfte auf große Entfernung Gegner ausgeschaltet werden. Diesen Kollegen hier habe ich zum Beispiel gerade in einer sehr schnellen Laufgeschwindigkeit trotz Kim und Korn ausschalten können. Rein grafisch ist Mac leider nur solide Kost. Klar, man muss dem Spiel zugute rechnen, dass es mit einer sehr guten Latenz läuft, trotz bis zu 256 Spielern. Aber dennoch wäre da sicherlich rein optisch sehr viel mehr drin gewesen, vor allem bei den Effekten der Explosionen. Außerdem, so toll diese 256 Spieler-Idee ist, auf jenen Karten, wo dieser Spielmodus verfügbar ist, wird man von jenen 256 Spielern eher nichts mitbekommen. Die Spieler verteilen sich auf einer riesigen Spielkarte, so dass es meist nur zu kleineren Geplänkeln und eher selten zu größeren Schlachten kommt. Mac ist sicherlich kein schlechtes Spiel, aber es ist einfach sehr speziell. Die Zielgruppe des Spiels sind Clanspieler und das zeigt einen das Spiel auch vor allem schon zu Beginn sehr deutlich. Das 256 Spieler-Gimmick ist eine nette Idee für den Aufdruck auf die Spielepackung, funktioniert in der Praxis aber leider selten. Ein Kauf von Mac lohnt wirklich nur, wenn man eine feste Spielergemeinschaft gefunden hat, mit welcher man koordiniert gegen andere Gemeinschaften spielen möchte.